Ja, meine lieben Münchner, ich hab mich oft gefragt, was Gott zu uns sagen wird, wenn wir eines Tages vor ihm stehen. Ja, näher. Und ich denke, es ist ganz einfach. Ich war noch nie im Himmel, ich war auch nicht in der Hölle. Ich war nicht in Jenseits. Aber oft, wenn ich einem Menschen von Jesus erzähle, dann sagt er, hör mir bloß auf. Wenn ich einem Menschen eine Bibel geben will, dann sagt er, weg damit. Dann sage ich, bist du sicher? Sagt er, ja, ja, ich bin mir ganz sicher, weg damit. Und ich glaube, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, vor der Himmelstür und sagen, Gott, lass mich in deinen Himmel rein, dann wird er unsere eigene Stimme, unsere eigene, einfach das, was wir gesagt haben, wieder abspielen. Und wir werden hören, hör mir auf, weg damit. Ja, ich bin mir ganz sicher, ich will es nicht. Ja, ich bin mir ganz sicher, ich will dich nicht in meinen Himmel haben. Es steht in der Bibel, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Es steht in der Bibel, man erntet, was man gesehen hat. Und meine Lieben, ihr sollt ja nicht denken, ihr sollt ja nicht denken, dass nur weil ihr da und dort mal was Nettes gemacht habt, dass Gott euch aufgrund dessen in seinen Himmel reinlässt. Wenn du in mein Haus reinkommst und ich sag, zieh die Schuhe aus, dann bin ich der Hausherr und ich bestimme die Regeln. Und wenn du in den Himmel willst, die Regeln, die himmlischen Regeln, die sind himmelhoch und die schaffst du nicht dadurch, nur weil du da und dort mal was spendest, nur weil du da und dort mal einem Bettler was gibst oder was Nettes tust, nur weil du einem Vogelschussverein angehörst. Nein, meine Lieben, die Regeln, um in den Himmel zu kommen, die sind himmelhoch und die kann keiner von uns schaffen. Und alles, was wir zu bieten haben, sind die Übertretungen der Gebote Gottes. Wir sind doch durch und durch Sünder. Der beste Beweis dafür, dass wir Sünder sind, sind die täglichen Zeitungen, Nachrichten, die da drin stehen. Guckt euch doch die Zeitungsnachrichten an. Es sind nur noch Horrornachrichten. Da kommt nichts mehr Gutes davor, daraus. Da steht nichts mehr Gutes, außer dass, yo, irgendein Promi nach der dritten Ehescheidung erst die vierte Liebe gefunden hat. Er hat die neue Liebe gefunden. Das ist in dieser schwachen und armen Welt Definition von Liebe. Und doch, die größte Definition von Liebe ist das Kreuz von Jesus Christus. Die Bibel redet davon, dass Gott seinen Sohn ans Kreuz geschlagen hat, weil er gerecht ist. Und ich will euch zu der Gerechtigkeit Gottes eine kleine Geschichte erzählen. Ich will euch zum Zorn Gottes eine kleine Geschichte erzählen. Im Zweiten Weltkrieg, auf den zertrümmerten Straßen dieses Landes, hat ein kleiner Junge mit einem Bombenblindgänger gespielt. Und jetzt eine ganz einfache Frage. War der kleine Junge mutig oder war er dumm, weil er mit der Bombe gespielt hat? Ich glaube, er war sehr dumm. Und dieser Junge, gleich vielen Menschen in unserem Zeitalter, wir sind dumm, dass wir Gottes Zorn nicht mehr fürchten, weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Und meine lieben Freunde, die größte Wirklichkeit des Lebens ist Gott. Die größte Wirklichkeit, das sind nicht wir, sondern Gott. Wir sind ein Haschen nach Wind. Wir können uns jederzeit auflösen. Gott hält uns in seinem Denken. Ohne Gott werden wir doch niemals, niemals am Leben. Unsere Existenz verdanken wir ihm. Unser Dasein, unser Essen. Schaut doch mal, wir leben in einem Land, der im Überfluss lebt. Und das ist das Elend unserer Tage, dass unser Überfluss uns Gott aus dem Gedächtnis geschaffen hat. Und doch redet er mit seinem Erbarmen uns zu. Und doch wartet er und klopft an unser Herzenstür durch seinen Sohn Jesus Christus, dass wir ja mögen, uns die Tür unseres Herzens aufzutun. Gott will dich, Mensch. Gott will dich. Ich habe mich erst mit 18 Jahren zu Jesus Christus bekehrt. Und ich frage mich bis heute, wie ich 18 Jahre meines Lebens leben konnte ohne ihn. Ich kann euch was sagen. Viele fragen mich,
Ja, war dein Leben vor Jesus schlechter? War dein Leben besser? Meine lieben Freunde, mein Leben, das war doch gar kein Leben. Drum kann ich auch nicht sagen, ob es gut oder schlecht war. Es war doch gar kein Leben. Es war ein Elend. Ein Elend war das. Man war auf der Suche nach Frauen, nach Drogen, nach Alkohol, nach Anerkennung. Ey, wenn ihr wüsstet, wie ich damals da rumgelaufen bin, so wie viele von euch heute. Und ich denke mir, je enger die Hosen und kürzer die T-Shirts sind, desto lauter der indirekte Schrei nach Anerkennung, nach Liebe. Welcher Mensch, der über diese Straße läuft, er mag von mir aus der größte Gangster sein. Wer von uns wünscht sich nicht, geliebt zu werden, anerkannt zu werden? Und doch ist der hier, der vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde, breitet er seine Arme aus und sagt, ich hab dich lieb, denn für dich hänge ich am Kreuz. Ich hab dich lieb, denn für dich blut ich am Kreuz. Und ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass es nichts Größeres gibt an Liebe als die Liebe dessen, der am Kreuz für mich gestorben ist. Die Liebe des Erlösers, die Liebe von Jesus Christus. Und meine lieben Freunde, wenn wir das ablehnen, dann hat Gott uns nichts anderes zu bieten. Dann können wir sterben gehen. So wie man sagt, du Opfer, geh sterben. Dann können wir sterben gehen, wenn wir den ablehnen. Das ist Gottes direktes Reden. Das ist Gottes letztes Wort an dich und an mich. Und ich wiederhole es nochmal. Ein Ruf an die junge Generation. Was soll aus euch werden? Was soll aus euch werden, die ihr schon mit 12 Jahren am Rauchen seid? Die ihr schon mit 12 Jahren euren Freund habt und Freundin habt und zusammen seid und Sex habt? Ich habe erst mit 15 Jahren mein erstes Handy gehabt. Wie, ihr seht doch, wie die Gesellschaft immer mehr abdriftet vom lebendigen Gott. Wie die Gesellschaft immer mehr dahingegeben wird. Und es blutet mir am Herz, wenn ich die junge Generation sehe, dass man mit 13 Jahren sagt, Alter, hör mir auf mit deinem Gott. Digga, ich brauche das nicht. Ich ziehe meine Zigarette, diese E-Smoker, dieser Nuckel. An dem dieser Nuckel hat heutzutage jeder 12-Jährige im Mund. Das ist doch eine Schande. Da sieht man, dass man dem Zeitgeist ausgeliefert ist. Da sieht man doch, dass man ganz und gar verloren ist. Und wisst ihr was? Ich habe in meinem Leben alles gemacht, was ich wollte. Alles gemacht, was ich wollte. Und ich habe das Freiheit genannt. Und eins sei euch gesagt, schreibt das am besten in euren Handys auf. Alles, was diese Freiheit, alles, was diese Welt Freiheit nennt, ist am Ende nur eine Falle des Teufels. Alles, was du Freiheit nennst, ist am Ende eine Falle des Teufels. Und irgendwann mal wachst du auf, aber es ist dann zu spät. Es ist dann zu spät. Du bist vielleicht so ein Obdachloser, ein Junkie, der nicht mehr von seiner Sucht wegkommt. Das wünsche ich doch keinem Menschen. Drum bitte ich dich, dass du heute deine Herzenstür, die so kalt ist, die so verschlossen ist, diesem Jesus auftust. Denn der Einzige, der nicht enttäuscht, der Einzige ist, der es mit dir gut meint, das ist Jesus Christus. Und wir bitten euch, dass ihr euch eine Bibel nehmt, da reinschaut und bittet, dass der Herr in euer Leben reinkommt. Denn er tut es. Er hört nicht die Stimme des Hochmütigen, sondern des demütigen Menschen. Demütige dich und er wird dich hören. Und es gibt ein Gebet, das Gott hört. Es gibt ein Gebet, das Gott erhören wird. Das ist das Gebet, wenn endlich die stummen Lippen eines Menschen aufgehen und sagen, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und das wünsche ich dir, dass du dieses Gebet über die Lippen bringst. Gott, sei mir Sünder gnädig. Und du, ich kann nur sagen, sei gespannt, was Gott aus deinem Leben macht, wenn du ihn an Steuer deines Lebens setzt. Und da wünsche ich euch Gottes reichen Segen. Amen.